Moment. Hinter dem Blond. Ja, danke schön. Mit grünem Hemd. Ja, hört man mich? Hallo erstmal, moin moin. Ich bin Leo und ich habe eine Frage. Herzlich willkommen zurück zur nächsten Zeitreise. Ich fühle mich mittlerweile irgendwie wie bei Zurück in die Zukunft. Heute zurück zur größten und, wie sich herausstellen sollte, wokesten Buchmesse der Welt. Boah, Digga, ich muss mich so verstellen, um hier nicht rechte Hetze zu verbreiten. Das ist immer so, es kitzelt so einfach zu sagen, dass es Corona nicht gab und dass ich einfach Minderheiten hasse. So, das ist einfach so meine Art Spaß. Wie ist bisher die Erfahrung hier auf der Buchmesse? Bei mir ist es so, ich habe auch ein Buch geschrieben. Ich suche jetzt hier einen Verlag und habe auch schon positive Rückmeldungen, weil der Titel allein schon Begeisterung auslöst. Ne? Demokratur Deutschland von der braunen zur schwarzen Macht. Ich bin am 1. April 13 in die AfD eingetreten, ne? Und habe den Kreis Waldshut aufgebaut, da unten an der deutsch-schweizer Grenze. Wir werden jetzt die Stände hier auf der Buchmesse besuchen, die das wahrscheinlich alles ganz, ganz anders sehen als wir. Die sagen, wir leben im besten Deutschland aller Zeiten. Haben Sie denn eine Frage, die wir weitergeben sollen? Wann wacht Deutschland, Europa, wann wachen die endlich auf? Wir machen ein kleines YouTube-Video und ich wollte mit jemandem vom Deutschlandfunk reden. Ist da zufällig jemand mit dem blauen Bändchen, wo Deutschlandfunk draufsteht? Über sowas müssten wir dann tatsächlich über die Pressestelle. Ah, okay. Man merkt schon, dass hier so eine gewisse Verklemmtheit irgendwie so herrscht. Das ist halt heutzutage so. Du solltest halt dreimal überlegen, was du sagst, wie du es formulierst, wie du es betonst, weil sonst giltst du ganz schnell als einer von die böse Rechten. Ne? Hallo, da war ich. Wunderschön. Sehr schön. Jawohl. Genau. Sie sind also hier ein Stand, es geht um Reisen, wenn ich es richtig sehe. Genau, wir machen Reiseführer. Ja, Sie wissen ja, Reisen ist nicht klimaneutral. Wer weiß, vielleicht haben Sie da später noch Probleme, dann darf gar keiner mehr reisen. Also solange man reisen darf. Noch, probieren wir es. Die Veranstaltung ist presseöffentlich. Es werden zudem durch das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung Film- und Tonaufnahmen sowie Fotos angefertigt. Wo? Ich will dabei sein. Wenn ich den abzuwägen hätte zwischen einer Kindergelderhöhung oder mehr Investitionen in Bildung, in Schule, in Kitas, würde ich mich für Letzteres entscheiden, wenn meine Mittel begrenzt sind. Man könnte mit der Frage, wie viele Geschlechter es gibt, den ganzen Raum sprengen einfach. Es ist so lustig. Was habt ihr denn für Bücher bisher, die so richtig durch die Decke gegangen sind? Na, das ist doch optimal. Marlin. Worum geht's? Binär. Ah. Das ist ein aktuelles Thema, sehr wichtig. Ja. Sicher. Ja, ist doch super. Ja. Also es geht um eine Person, die sich entschieden hatte, also ist kein Mann, keine Frau, ein neutrales Geschlecht. Und es geht um Respekt für diese Entscheidung. Also diese Person steht auf Ihre Meinung, das ist ja eine Person. Aber jetzt haben Sie eher gesagt und dann Ihre Meinung. Das ist immer das Schwierige. Ich muss mich Vielleicht erinnert ihr euch noch aus der letzten Folge an die genderneutrale Toilette auf der Frankfurter Buchmesse. Genau gegenüber war passenderweise der Stand der Bundesregierung und noch passenderweise war dort eine Podiumsdiskussion mit dem grünen Politiker. Wie hieß er gleich? Polizeidiktatur ist schuld. Halten Sie bitte die Fresse, danke, ich rede gerade. Fresse. Ich rede gerade, ja? Wir sind hier in Deutschland. Ich rede gerade. Bitte Maul halten, danke. Ja, genau der Typ. Cem Özdemir von den Grünen, dem meine Frage nicht ganz so geschmeckt hat. Ja, danke schön. Mit grünem Hemd. Ja, hört man mich? Hallo erstmal, moin moin. Ich bin Leo und ich habe eine Frage. Als Sie gerade meinten, dass Sie französische Freunde haben, da ist mir ein Name eingefallen, der Cohn Bendit. Er war laut dem Internet, auf jeden Fall das legendärste Grüner von 2002 bis 2014, saß Cohn Bendit für die Grünen im Europaparlament. Und tatsächlich einen Artikel darüber finde ich vom Korrektiv, wir sind ja hier auch gleich benachbart, ein Artikel, ja, dieses Zitat stammt von dem Grünen-Politiker Daniel Cohn Bendit und da geht es um die Pädophilie-Debatte. Er sagte, wenn sich fünfjährige Mädchen ausziehen, wäre das ein erotisches Spiel. Für mich ist das eine Linie, die wirklich unfassbar ist, die überschritten worden ist. Wie stellt sich die Partei jetzt 2023 zu dieser Debatte? Sex mit Kindern erlauben, ist das noch ein Thema? Das ist wieder so ein schönes Beispiel. Sie kennen die Antwort auf die Frage, aber Sie stellen es trotzdem, weil Sie vorführen wollen. Sie wissen,
dass er das schon klargestellt hat, dass die Partei die Leute, die es da gibt, aus der Partei rausgeworfen hat, das klargestellt hat. Sie wissen auch, dass das nicht ein Problem einer Partei war, sondern dass in den 70er Jahren Zeitschriften, Magazine und viele das so gesehen haben, was eine schlimme Verirrung ist und so weiter. Aber klar, können Sie gerne so machen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Kulturkampf. Ich mache keine Kultur. Das war die Reaktion. Also, das ist die Reaktion auf Kindesmissbrauch, unterstützt von den Grünen. Rausreden und von Demut keine Spur. Fehler gesteht man sich nicht ein. Man sagt halt einfach, wie können Sie diese Frage nur stellen? Ja, wie nur? Okay. Nichtsdestotrotz eine sehr vielsagende Reaktion. Ich sag nur, der getroffene Hund bellt. Warte, werde ich dafür jetzt verklagt, weil ich ihn gerade als Hund bezeichne? Es ist ein Sprichwort, der getroffene Hund, der bellt halt. Okay. HundInnen. Zu seiner Verteidigung, vielleicht ist aus der Perspektive des Cem Özdemirs das Thema Pädophilie und Grüne schon so oft durchgekaut worden, zu Recht, aber die Gesellschaft, die hat, glaube ich, immer noch ein leicht anderes Bild von der Partei Die Grünen. Das spiegelt sich auch in den Parteiergebnissen wider. Ich glaube, die haben immer noch 22%, was weiß ich, also jeder Prozent ist halt einer zu viel. Warte, ist das jetzt auch wieder antidemokratische Volksverhetzung gewesen? Es ist einfach nur meine Meinung, jeder Prozent für Die Grünen ist einer zu viel, sorry. Wenn ich jetzt auf der Straße die Frage stellen würde, habt ihr schon mal von der Pädophilie-Debatte innerhalb der Grünen Partei gehört, dann würde ich sagen, die meisten würden mit dem Kopf schütteln und sagen, nee, habe ich keine Ahnung von. Vor allem in der jungen Generation. Und dabei reicht eine Google-Suche. Grüne Pädophilie, da haben wir einen Artikel vom Fokus. Laut Forschern kämpften sie jahrelang für freien Kindersex. Grüne Bericht enthüllt Pädophilie in Berlin der 80er. Grüne in Hessen wollen pädophile Vergangenheit aufarbeiten. Aufarbeiten möchte man da zum Beispiel Aussagen vom Grünen Parteitag wie diese. Aber Sex mit Kindern schadet den Kindern nicht, Ihrer Meinung nach. Nicht, wenn es sich nur um Sex handelt. Das ist das Problem der Grünen. Auch die allerletzte Minderheit wird geschützt, darf hier politische Heimat finden. Niemand wird ausgegrenzt, auch wenn er wählerabschreckenden Blödsinn verzapft. Ja, das war halt in den 80er Jahren. Das hat ja mit der Partei jetzt nichts mehr zu tun. Ja, aber da kommen wir auch wieder zurück zu Cohn-Bendit. Der war nämlich bis 2014 für die Partei Die Grüne im Europaparlament aktiv. 2014, ja, das war da, wo wir die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Ich weiß, die Zeiten fühlen sich sehr lange an, sind sie aber nicht. Und selbst wenn man davon ausgehen würde, dass Die Grüne jetzt mittlerweile 2023 in Zeiten von Gender-Ideologie im Klassenzimmer und sogar im Kita-Raum frei von solchen Interessen Gruppen wie zum Beispiel der Pädophilie-Lobby wäre, kein Problem, CDU und FDP sorgt nämlich für Abhilfe. Die haben sich nämlich dazu entschieden, den Besitz von Kinderpornografie runterzustufen von einer Straftat zu einem Vergehen. Angeblich, weil da gesetzliche Fehler waren, die zu Problemen geführt haben, aber dann sollte man vielleicht diese Probleme beheben und nicht den Fakt, dass so etwas wie Kinderpornografie zu besitzen ein Vergehen ist wie jedes andere. Das ist eine Straftat und es ist keine Straftat, weil wir leben in Deutschland 2023 und wir können gerne darüber debattieren, inwiefern Rechtsextreme und Nazis Einfluss in der Partei die AfD haben, wenn wir dann zwischendurch vielleicht auch mal ganz kurz drüber sprechen können, ob es vielleicht sein könnte, dass es pädophile Interessengruppen gibt, die in der Partei die Grünen auf offene Ohren stößt. Aber nein, das machen wir nicht. Nicht hier beim ARD, beim ZDF. Auf gar keinen Fall. Das lassen wir lieber. Und apropos ARD und ZDF. Ja, die GEZ, die gibt es Stand jetzt immer noch. Schlimm genug. Dafür aber umso besser die Möglichkeit, auch andere Kanäle, wie zum Beispiel unsere, zu unterstützen. Und wenn ihr das machen wollt, dann schaut gerne auf ketzerderneuzeit.com vorbei. Dort findet ihr auch auf dem Symbol hier zur Unterstützung die Möglichkeit, uns etwas zu spenden. Aber ich finde, die viel coolere Möglichkeit, uns zu unterstützen, ist durch die Bestellung unserer Kleidung, mit der wir unsere Werte raus auf die Straße bringen können. Und wenn das nicht alles wäre, wir haben natürlich auch noch eine Streaming-Plattform in den Startlöchern. Wir arbeiten fleißig dran, dort auch im kommenden Jahr, also wirklich Brecher-Dokumentation rauszuhauen. Das wird lustig. Und aktuell bekommt ihr einen Weihnachtsrabatt zu Hause im kalten Klimawandelzeiten. Da schaut man sich doch gerne mal ein Filmchen an. Da bekommt ihr jetzt alle drei Filme zum Preis von einem und einem Viertelfilm irgendwie so. Schaut gerne mal rein. Und damit bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche und frohe Weihnachten. Ciao.